Willkommen zurück bei Dressoth, dem Aschenden. In der letzten Folge haben wir Thorgrim Grollbart getötet, sind jetzt hier wieder auf einem sehr guten Weg der Besserung. Wir werden keine weiteren Einheiten mehr rekrutieren, denn in 9 Runden bekommen wir hier die Unsterblichen zurück. Die möchte ich gerne wieder zurückhaben hier in der Armee. Momentan kommen wir mit einer 19 Armee richtig gut aus, denn Dressoth hat eine richtig starke Armee. Ich würde mit ihm aber gerne weiter nach vorne marschieren, denn Thorgrim ist tot und Karras... Karak, die Hauptstadt der Zwerge unter Thorgrim Grollbart, ist hier, direkt vor unserer Haustür. Eine 16er Garnison drin. Wenn da jetzt kein weiterer Kommandant drin ist, dann können wir hier relativ gut durchgehen und durchmarschieren. Das sollten wir eigentlich mitnehmen. Das heißt für uns aber auch, dass der Weltrandbogen nicht von Dressoth eingenommen werden kann. Und das bedeutet auch, dass hier Khatri Eidbewahrer eigentlich auch eine Herausforderung ist hier für die Garnison, die hier ist. Und auch in der Spitze. Das werden wir aber erstmal in Kauf nehmen. Sollte das hier fallen, ist das nicht ganz so schlimm. Wir werden das natürlich reparieren. Wir werden hier auch schon die ersten Gebäude bauen. Einmal eine Garnison und einmal ein Goldgebäude. Aber wir wollen jetzt definitiv weitermachen und deshalb bin ich bereit, ein Risiko einzugehen. Das Risiko, dass Grimgorg hier einfallen könnte, um hier die Tore von Zar oder Dämonenstein einzunehmen. Denn Hannibal wird jetzt nicht hier oben verteidigen, wie eigentlich von uns gedacht, sondern er wird gen Westen gehen, um dann hier nämlich den Weltrandbogen einzunehmen. Und dann geht er gen Osten. Das heißt, wir sind hier ein bisschen zu spät. Wir sind ein paar Runden im Verzug gerade hier. Aber ich glaube, das ist relativ wichtig, dass wir erstens ein bisschen Erfahrung sammeln mit unserem lieben Hannibal und seiner Goblin-Armee. Und dass wir den Weltrandbogen dann auch dazu holen können. Weil hier könnte sich natürlich auch eine Armee aufstellen und dann kann sie wirklich in alle Richtungen einfallen in unsere Länder. Das müssen wir verhindern. Aber hier mit Dressoth zurückzulaufen, macht auch keinen Sinn. Das ist jetzt meine Idee. In der nächsten Runde werden wir noch einmal kurz hier stehen bleiben und noch ein bisschen rekrutieren. Wir werden dann ein bisschen Ausrüstung haben für ein paar Donnerbüchsen noch. Und dann sollte diese Armee auch schon ganz gut sein und besser agieren als die Armee von Rot dem Schlechter, weil wir jetzt auch ein paar Chaoszwerge und Donnerbüchsen drin haben. Uns hat einfach diese Komposition gefehlt in der anderen Armee. Das haben wir jetzt ein bisschen verbessert, nicht perfekt verbessert, weil wir haben halt begrenzte Ausrüstungsteile. Aber für den Moment sollte das erstmal so passen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gut laufen wird und wir beenden die Runde und hoffen einfach mal, dass Grimgorg noch ein paar Runden braucht, bis er wiederkommt. Hannibal wird bereit sein. Und das Schöne an Plänen ist, dass man sie auch direkt wieder über Bord werfen kann, denn Zunäher Feindstecher ist bei uns in unseren Ländern ein kleiner Gobbo auf einem Squig. Und hat auch unter anderem Schwarzorks und Moschers dabei. Wieder eine sehr wild gemischte Armee. Wir müssen unsere... Ja, wir müssen alles, was wir eben besprochen haben, wieder zurücknehmen. Wir müssen doch hier oben verteidigen. Wir müssen doch hier oben verteidigen. Und dafür gehen wir so weit, wie wir gehen können. Und werden jetzt natürlich noch einmal rekrutieren. Das bedeutet, einmal wird hier eine Siedlung fallen. Aber dann wird Hannibal sich das zurückerobern können. Und was holen wir uns dazu? Wir holen uns dazu Donnerbüchsen. 2 Stück. 2 Donnerbüchsen holen wir uns dazu. Hier haben wir sie. Einmal, zweimal. Wir hätten sogar noch einmal die Möglichkeit, Feuergleben zu holen. Ist aber eher was für die Armee von Dressoth, ehrlich gesagt. Feuergleben sind eher was für eine Armee von Dressoth. Die fände ich hier auch sicher richtig, richtig gut. Dann müssten wir die ganzen hier austauschen irgendwann. Werden wir auch früher oder später tun. Was wir auch machen könnten. Wir könnten sagen, komm, wir holen uns hier die Eisige Legion. Die kostet aber 760 in dieser Armee, weil Hannibal noch keine Unterhaltskostenminderung hat. Das ist eigentlich zu teuer. Aber wir haben hier natürlich auch keine Artillerie, was uns schon einen immensen Nachteil bringt. Wir könnten auf der anderen Seite auch sagen, komm, wir holen uns die Feuergleben und die bekommt dann später einfach Dressoth rübergebracht in seine Armee.
Wir brauchen sie ja momentan nicht drüben. Dann holen wir sie erstmal hier, aber die kommen später natürlich rüber. Und dann haben wir auch gleich kein Einkommen mehr. Sollte aber in Ordnung sein, denn hier wird ja auch gerade 500 Einkommen genommen. Das sollte in Ordnung sein, dann rennen wir zu Dämonenstein oder zum Turm von Gorgoth. Je nachdem, was der Feind hier möchte. Was wir auch tun könnten, ist hier in den Toren von Zar, wo wir ja die Fabrikmauern haben, dass wir nochmal einen Kommandanten aufstellen, für den wir nichts zahlen müssen. Denn irgendein Kommandant ist doch wieder zurückgekehrt, oder nicht? Ja, genau hier. Gilbers Asgal, für den müssen wir nichts zahlen. Das heißt, den können wir relativ easy aufstellen und haben hier die Möglichkeit, nochmal ein bisschen länger auszuhalten. Vielleicht greift der Feind da nicht sofort an, um uns einfach Zeit zu verschaffen, dass Hannibal gen Norden kann. Er bekommt auch noch ein Level ab, und zwar bekommt er die inspirierende Gegenwart, um die Einheiten ein bisschen besser buffen zu können. Wir könnten Verbündete rekrutieren, so ein paar Rädchen, warum nicht? Würde aber natürlich Runden kosten, und wir werden hier gleich eh belagert. Also man kann das machen aus Verzweiflungsgründen, aber das war's auch schon. Wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Und dann kann Dressos nämlich hier mal ein bisschen Party machen. Ja klar, wir könnten hier runterrennen und ihn angreifen. Er würde sich zurückziehen und dann wäre das hier ein Katz-und-Maus-Spiel. Das machen wir nicht. Wir gehen sofort auf die Säulen des Grungni. Wenn hier nochmal was angegriffen wird, dann nehmen wir das so an. Und wir sehen, leider funktioniert das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir können hier nicht Karas Akarak direkt einnehmen. Ja, war vielleicht auch ersichtlich, dass es nicht so einfach sein wird. Einfach aus dem Grund, weil es die Hauptstadt der Zwerge ist. Natürlich hat er hier Kurgan Warauge im Gewaltmarsch sogar hierher geschickt. Das heißt, die Stadt war unbewacht, so wie ich gedacht habe. Ja, mit beiden Armeen kriegen wir das auf gar keinen Fall hin. Aber Kurgan Warauge sollte nicht in der Lage sein, uns hier anzugreifen. Und dafür sollte diese Armee zu stark sein. Wir sind schon sehr gut aufgestellt hier. Das muss man schon sagen. Dann haben wir hier den höllischen Kastellan Raffi Wupp, der fast zur Unsterblichkeit kommt, denn nochmal ein bisschen stärker wird. 4 Level noch, dann ist er unsterblich. 8 Runden noch, dann haben wir die Unsterblichen wieder. Okay, das sieht alles ziemlich gut aus gerade. Das sieht alles ziemlich, ziemlich gut aus. Die Spitze ist eine Fabrik. Fabriken immer angenehm, weil wir dadurch die Ausrüstungsproduktion buffen können. Wir wissen auch, wie dringend das notwendig ist für uns. Was wir natürlich jetzt noch machen könnten, wäre eine Garnison hier reinzubauen. Das machen wir auch mal, damit diese Armee hier uns nichts anhaben kann. Eine 6. Armee. Die sollte nicht allzu stark sein, wenn wir hier nochmal eine kleine Garnison reinmachen. Hier kriegen wir auch gleich eine Garnison rein. Vielleicht können wir das hier tatsächlich halten gegen Kadri Eidbewahrer. Das wäre schön. Hannibal ist hier drüben rekrutiert. Wir schauen uns hier nochmal die Orte an. Kontrolle ganz, ganz schrecklich hier an diesen Orten. Deswegen wäre es auch hier nochmal gut, wenn wir auf die Stufe 3 hochkommen. Hier sind wir bereits auf Stufe 4. Stufe 5 wäre auch ganz nett, aber wir brauchen erstmal die anderen Orte. Hier sind wir gleich bei der ersten Stufe der Kedai-Gebäude. Das ist sehr, sehr schön. Das auf Stufe 3 zu bekommen wäre auch gut, damit wir so langsam auf das Marmorgebäude kämen. Und hier sieht das natürlich auch ganz ekelhaft aus. Sind auch wieder kurz vor einer Rebellion. Da können wir nochmal ein Exempel statuieren. Momentan gibt es keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das wird mit der Zeit besser. Das wird mit der Zeit besser. Aber momentan haben wir da das Problem. Und ein weiteres Problem, was wir hier haben. Wir haben hier den Durchbruch von Krokgar. Krokgar ist Stärkerang 3 und hat 17 Siedlungen. Das ist ziemlich ekelhaft. Und er ist hier direkt jetzt an der Grenze durch die Sumpfgrube. Quick-Kopfjäger hat hier eine ganze Menge Armeen. Und die wollen auch hier runter. Ich hoffe mal, dass er das hinbekommt. Wir hier nicht gleich einen Angriff bekommen auf Ascheberg oder so. Wir können uns hier keinen Vielfrontenkrieg leisten.
Das können wir uns wirklich nicht leisten. Wir brauchen hier eigentlich unseren Cordor Sanitär. Und der hat hier einen kompletten Durchbruch erfahren. Hier hinten ist Krokgar höchstpersönlich. Das ist ganz, ganz ekelhaft. Hier müssen wir extremst aufpassen. Weil Dressoth marschiert ja gerade gegen die Zwerge vor. Und Hannibal muss hier irgendwie gegen die Horden von Grimgorg verteidigen. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz ekelhafte Situation. Und ob wir das halten können, das wird uns die nächste Runde zeigen. Und wir sind in der nächsten Runde und es sieht ziemlich gut aus. Hannibal muss noch weiter rekrutieren, weil die Feuergleben 2 Runden dauern. Das habe ich nicht bedacht. Dauern die immer 2 Runden? Das habe ich nicht gesehen dann. Ja, die dauern immer 2 Runden. Das habe ich nicht gesehen. Ja, und hier hinten können wir natürlich nicht ausfallen, das ist klar. Ich würde behaupten, wir verzichten auf die Feuergleben. Wir müssen jetzt hochrennen. Vielleicht ja doch nur bis zur Grenze. Weil viel weiter kommen wir eh nicht. Wir laufen mal bis zur Grenze und können dann noch einmal rekrutieren. Keine Feuergleben, weil es einfach nicht geht. Weil es zu lange dauert. Aber wir könnten rekrutieren. Ja, vielleicht nochmal Zwergenkrieger oder so. Wir schauen uns das mal an. 148 können wir ausgeben. Ja, wir holen uns noch einmal Zwergenkrieger. Dann haben wir die Schlachtreihe vorne nochmal ein bisschen erweitert. Das ist ganz gut. Okay, mit 2 Handwaffen wieder. Und dann haben wir das erweitert. 3x Büchsen sollte in Ordnung sein. Und dann haben wir auch ein bisschen was gegen die Schwarzorks und so weiter. Trotzdem wird das schwierig. Das wird kein Selbstläufer. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das muss man sich auch eingestehen. Die Tore von Zar werden wahrscheinlich gleich niedergerissen. Aber wir haben eine Runde sparen können. Eine Runde haben wir geschenkt bekommen, sodass wir wahrscheinlich den Mondstein und oder den Turm von Gorgoth verteidigen können. Das ist sehr, sehr gut. Im Westen gibt es einen Angriff von Khargoun Varaug und wir müssen ausfallen, denn wenn Tungni Zufbarden auch noch mit reingeht, dann haben wir hier gar keine Chance. Wir sind natürlich angeschlagen, aber das sollten wir hinbekommen. Pyrrhus-Sieg. Wir spielen das selber. Ich will nicht die halbe Armee verlieren. Hier ist ja die nächste Zwergenarmee. Wir spielen das selber. Und da sind wir angekommen. 22 Winde der Magie ist schon mal ganz nett. Und wir gucken mal, wie wir uns aufstellen. Wir fallen aus. Das bedeutet, bei Ablauf der Zeit verlieren wir. Der Feind wird wahrscheinlich nicht angreifen wollen. Das bedeutet, wir müssen den Feind dazu bringen, anzugreifen. Unter anderem darin, indem wir ihn mit unserer Artillerie komplett zerbersten. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Hier hätten wir schon eine gute Reichweite. Was wir noch machen, wir nehmen hier unsere Schützen und stellen die hier direkt daneben. Denn ich gehe mal davon aus, dass hier die Gyrocopter und so weiter, die wir hier sehen, gleich ein bisschen Stress machen werden. Und das wäre ganz nett, wenn wir die dann komplett auseinandernehmen könnten. Wir haben ein paar Einheiten aus der Garnison, die uns gerne auch als Meat Shield dienen können. Die kommen mal hier davor. Die können auch gerne von uns zerschossen werden. Das ist gar kein Problem. Einmal Bogenschützen, die kommen mal hier mit rein. Irgendwie so. Und Plänkler-Bogenschützen. Ja. Die dürfen ihr eigenes Ding machen. Die werden wir gar nicht steuern. Kommen mal in den Plänkel-Modus. Dürfen mal ein bisschen distracten. Das ist okay. Jetzt kommen aber Einheiten, die wir steuern wollen. Und zwar unsere Wölfe. Kommen wir irgendwie hier hin. Dass ihr schon von Anfang an schießen könnt, wäre gut. So, auch im Plänkel-Modus. Dann haben wir unsere Schlachtreihe. Die brennenden Bärte. Die Chaos-Zwergenkrieger. Die kommen irgendwie hier hin. Dann haben wir noch weitere Chaos-Zwergenkrieger, die kommen hier hin. Die sind nicht ganz so wertvoll und dann wäre es nicht ganz so schlimm, wenn wir den Friendly Fire haben. Und die Hauptschlachtreihe kommt dann hier auf die westliche Seite. Brauchen wir auch, denn der Feind hat auch eine sehr breit gezogene Schlachtreihe. Raffi Wupp kommt hier zu den Schützen. Und er und die Schützen sind Steuergruppe 2, wie immer. Dressoth wird sein eigenes Ding machen, wird nach vorne gehen und ein bisschen Stress machen. Er ist Steuergruppe 4. Die Wölfe sind Steuergruppe
3. Dann haben wir hier die Stierzentauren-Zerstörer. Die kommen mit auf die rechte Flanke, weil hier ist es ein bisschen mau. Die sind da, das sollte passen. Und alle Einheiten hier, alle Nahkämpfer. Und da kommen auch gerne die Garnisonsnahkämpfer dazu. Und Steuergruppe 1. Die Bogenschützen und die steuere ich gar nicht. Das ist mir vollkommen egal, was die machen. Und dann starten wir das Gefecht. Dressoth geht nach vorne. Unsere Artillerie darf schießen, wohin sie möchte. Und dann gucken wir mal, was wir hinbekommen. Ihr geht mal auf die Riesenslayer. Ihr auch. Ihr auch. Okay, unsere Artillerie ist extrem stark. Das wissen wir. Deshalb werden wir viel dagegen anrichten können. Das wird mir sehr gut gefallen. So, einmal ein Geschosszauber. Das passt. Und dann können wir uns hier gern auch einmal kloppen in der Luft. Das sollte auch passen. Wenn die das wollen, dann kloppen wir uns gerne. Okay, das passt. Und wir machen jetzt extrem viel Schaden durch unsere Artillerie. Auch das sieht gut aus. Dieses Bombardement sollten wir einsetzen, wenn wir den Feind gebunden haben. Wie könnten wir den Feind binden? Da haben wir letztens im Twitch-Stream drüber geredet. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, gerne einfach den ersten Link in der Videobeschreibung folgen. Indem man hier eine Einheit reinbeschwört, die Feinde dann dadurch hier bindet und dann sagt, hey, ich hau dann jetzt einfach mal ein Bombardement oben rauf. Man hat die Einheit jetzt geopfert, kann die andererseits natürlich auch nicht mehr einsetzen, das ist ein Problem. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ziemlich cool. Weil wir hier viele, viele Einheiten zerstören konnten. Sehr schön. Haben wir hier Gyro Bomber oder so, die Faxen machen? Ja, haben wir. Steuergruppe 2 muss sich darauf konzentrieren und sofort raufgehen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So schnell es geht. Salve, 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 jetzt. Wunderbar. Sofort vom Himmel geholt. Wunderbar. Ihr könnt euch wieder aufstellen. Das war knapp. Du hast viel Schaden eingesackt. Kannst du dich verstecken? Ja, du gehst hier hin. Du hast dein Soll getan. Perfekt. Dressoth hat sich hier hinten auch um diesen Gyro-Bomber gekümmert. Das sieht doch alles ganz gut aus. Hier wird alles komplett auseinandergenommen. Wir bekommen auch ein bisschen Beschuss ab. Das tut weh, aber im Großen und Ganzen passt das eigentlich. Und hier brauchen wir wieder unsere Fernkämpfer. Fernkämpfer, rauf, 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 beeilt euch! Ganz schnell! Und da sind sie auch fast komplett raus. Da sind sie fast komplett raus. Nicht ganz, leider. Aber fast komplett. Okay. Und hier können wir auch nochmal gucken, ob wir so einen Zauber raufsetzen können. Dann sollte das eigentlich passen. Dann sollte es eigentlich passen. Und jetzt kommt der Feind auch auf die Idee, uns anzugreifen. Wir gehen mit Dressoth auf die feindliche Artillerie. Und der Feind darf gerne kommen. Da haben wir wirklich nichts gegen. Der Feind darf gerne kommen. Okay. Sieht ganz gut aus. Wir müssen aufpassen, dass die Artillerie nicht wieder unsere eigenen Leute zerschindet. Das wird wichtig sein. Deswegen werden wir uns gleich darum kümmern, dass das nicht passiert. Und jetzt zerstören wir hier die Artillerie, weil die macht natürlich viel Schaden. Das wollen wir nicht. Das ist gut so, dass wir das jetzt so machen. Ah, die schießt ja immer noch. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier, ihr Lieben? Macht die mal weg hier. Es kommt natürlich noch so ein Hate und so weiter. Aber das sollte alles gar kein Problem sein. Können wir einmal hier den Direktschaden drauf machen? Dann hat er auch nicht mehr so viel zu lachen. Das sollte passen. Ja. Ja, ja, das sollte passen. Wunderbar. Dressoth, sehr, sehr mächtiger Kommandant. Sehr, sehr mächtiger Kommandant. Gefällt mir gut und wird sich hier auch gleich wieder verpieseln. Jetzt gibt's den Angriff von unseren Leuten und das bedeutet Artillerie. Stellt euch mal mit dem Rücken zum Schlachtfeld. Einfach, weil ich euch nicht traue. Einfach deshalb.
Und wo ist der feindliche Kommandant hier? Den sollten wir natürlich am ehesten wegholen. Oder hier diese Eisendrachen wären natürlich auch mal ganz nett. Oder die Eisenbrecher. Auch da könnt ihr mal raufgehen. Okay, das sollte passen. Dann gehen wir hier auch auf den Kommandanten rauf. Ich glaube, das ist okay. Das ist okay soweit. Alles schön, alles gut. Das sieht gut aus. Dressoth, kommen wir zurück. Wir brauchen dich hier hinten. Der Kommandant wird komplett zerstört. Ihr zieht euch mal ein bisschen zurück. Ach so, und ihr habt ein Radio. Ihr könnt... Okay, das wusste ich nicht. Die Konnen können 360 Grad schießen. Dieser Mörser, das ist ja spannend. Wusste ich gar nicht. Nee, eigentlich ist nur der Sichtkegel nach vorne. Aber der hat sich doch gerade umgedreht und geschossen, oder? Na gut, ich hab's jetzt mal ausgestellt. Das sollte schon passen. Und du gehst mal hier rein und dann machen wir hier auch mal ein schönes Bombardement rein. Das sollte passen. Und hier nochmal rauf und dann sollte auch der feindliche Kommandant tot sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus und da haben wir den Feind zerstört, vernichtet, zurückgeschlagen. Das gefällt mir. Und hier verfolgen wir mal hier diesen Helden. Vielleicht kriegen wir den ja noch weg oder so. Das wäre ganz schön. Und die Artillerie hier darf einmal darauf schießen. Und das ist unser Sieg. Wunderbar. War natürlich ereignisreich. Wir haben viele Einheiten verloren. Aber wir hätten ja fast alles verlieren sollen. So jedenfalls die automatische Berechnung. Und das ist natürlich frech und das nehmen wir natürlich nicht an. Und gehen hier in unsere Wahrheit rein. Nahkampfabwehr nochmal runter machen von dem. Und selber nochmal buffen. Dann sollte er, glaube ich, relativ schnell down sein. Ja, sieht alles gut aus. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Dressoth. Kriegst du ihn? Ja, die sind halt zäh, die Zwerge. Das ist schon klar. Vielleicht können wir ihn ja hier auch nochmal zurückschleudern oder so. Das wäre ganz cool. Vielleicht geht das ja. Natürlich kein Zauber, der stark gegen ihn ist. Ja, wir konnten ihn wirklich kurz buffen. Dadurch konnten wir ihn danach durch die Gegend schleudern. Das war gut. Kann hier auch nochmal den Direktschaden-Zauber machen. Die sind halt immun gegen Zauber. Aber Dressoth macht das hier schon gut. Die Magieresistenz wird ihn nicht retten. Wir spulen ein bisschen vor, weil es ist tatsächlich nur noch dieser Kampf hier, der geschlagen werden muss. Und dann haben wir das Ganze auch beendet. Wunderbar. Gefecht beenden, Pyrrhus Sieg, wie uns auch vorhergesagt wurde. Aber nicht so verlustreich, wie uns vorhergesagt wurde. Wir haben hier einmal die brennenden Bärte verloren. Das ist aber in Ordnung. Auch Regiments of Renown, die kriegen wir wieder. Das ist soweit in Ordnung. Sehr schöne Schlacht. Hat gut funktioniert. 15.000 Schaden, 10.000 Schaden gemacht. Ja. Sehr, sehr viel Schaden durch die Artillerie. Auch die Donnerbüchsen sehr wichtig gewesen, um hier die Gyrocopter und so weiter sofort rauszunehmen. Die kamen ja gar nicht ran. Das war sehr, sehr wichtig. Dressoth natürlich auch, um unter anderem dann auch die Artillerie rauszunehmen. Ein sehr, sehr wichtiger Kampf. 806 feindliche Verluste. Und jetzt sollten wir eigentlich auch in der Lage sein, einen weiteren Angriff des Feindes standzuhalten. Denn das, was hier noch fliehen kann, ist gar nichts mehr wert. Und wir nehmen die Einheitenverstärkung, weil das geradezu wichtig ist, dass wir das hier halten können.
Wir nehmen die Verstärkung. Und es sind mehr Einheiten gestorben. Es sind doch noch mehr Einheiten gestorben. Was ist denn noch gestorben? Nee, hiervon haben wir alles gemaxt. Wir waren doch eben 19 Mann. Hier. Oglaks Feuer. Oglakans Wolfsreiter sind auch gestorben. Und die Seen der Verdammnis, obwohl da noch einige von gelebt haben. Okay, das ist frech vom Spiel. Dann sollten wir uns definitiv die Eisige Legion holen. Das sollten wir definitiv tun. Auch bei 680 Unterhalt. Einfach, damit wir hier nochmal eine zweite Artillerie drin haben. Das wäre relativ wichtig. Und dann sollten wir hier ihn auch nochmal weiter verfolgen. Nachdem wir natürlich uns nochmal gebufft haben. Worauf gehen wir? Wir gehen auf unsere Infanteriereihe. Und wir gehen auf... Wo gehen wir noch rauf? Auf die Schützen. Auf die Schützen. Raffi Wupp, Level 17, noch näher an der Unsterblichkeit dran. Hat die durchschlagenden Geschütze genommen. Das ist sehr, sehr gut. Was nehmen wir als nächstes? Dass er sich im Nahkampf besser behaupten sollte, ich weiß ja nicht. Mehr Führerschaft. Er bekommt mal mehr Führerschaft. Okay, und dann gehen wir nämlich hier weiter und zerstören die, die hier noch überlebt haben. Das ist ja schon frech. Die nehmen wir weg und es sollte was sterben von uns. Wir müssen das nochmal spielen, wir machen das aber ganz schnell. Versprochen. Und da sind wir und wir stellen uns sehr, sehr schnell auf und das sollte relativ easy auch zu gewinnen sein. Wer ekelhaft ist, ist der Gyrocopter, aber da kann sich alleine Dressoth schon drum kümmern. Dann haben wir noch ein paar Fernkämpfer, das war's. Das war's. Eigentlich können das unsere Fernkämpfer und die Artillerie im Alleingang machen. Das können die alle im Alleingang machen. So, wir stellen uns nur mal auf für den Notfall. Stellen wir unsere Leute hier hin, aber das sollte eigentlich gar nicht notwendig sein. Raffi Wupp kommt noch mit dazu und dann können wir das Gefecht starten. Du gehst nach vorne. Und dann passt das. Dann passt das. Ihr geht ein bisschen weiter nach vorne. Ihr könnt von der Seite gleich ein bisschen helfen. Und ihr geht mal hier rauf. Und da haben wir die Eisige Legion, die Spaß hat. Das ist schön. Helm der Zwietracht. Und dann passt das alles. Jawohl. Machen wir hier das nochmal drauf und dann sollte der doch eigentlich von alleine umkippen. Ja, der kippt jetzt von alleine um, alles wunderbar. Und wir sehen, dass es natürlich total übertrieben war, dass wir das hätten auch nur im Ansatz verlieren können. Total übertrieben. Und da haben wir gewonnen. Okay, wunderbar. Gefecht beenden, entscheidender Sieg. Da brauchen wir natürlich niemanden. Also wir sollten nicht verlieren, aber wir sollten eine Einheit verlieren. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Wir haben niemanden verloren und der Feind ist komplett zerschlagen worden. Unter Enlak Kupfertopf übrigens. Man kennt ihn, man liebt ihn. Und die Eisige Legion hat sich sehr, sehr gut geschlagen. 35 Mann getötet von 42 in der kurzen Zeit. Vielleicht ist sie ja wirklich ihr Geld wert. Vielleicht sollten wir sie wirklich behalten. Wir haben einige Regiments of Renown, einige auch verloren mittlerweile. Das ist aber kein Problem, weil wir sie mit der Zeit wiederbekommen. Und dann können wir uns nämlich jetzt wieder zurückziehen in unsere kleine Burg und können mal schauen, was wir an Einheiten dazu rekrutieren. Da können wir gleich einfach mal nachschauen, was Dressoth einfach jetzt dazu bekommt. Solange die Regiments of Renown nicht wieder da sind. Bezüglich der Regiments of Renown könnte man natürlich auch sagen, dass wir jetzt Einheiten rekrutieren, die später neben den Regiments of Renown auch weiterhin bestehen sollen. Das könnten wir natürlich auch machen.
Also, dass wir sagen, okay, wir holen jetzt beispielsweise Unsterbliche. Und wenn die Regiments of Renown dann wieder geholt werden sollen, dann schmeißen wir dafür dann die normalen Zwergenkrieger raus. Das könnten wir halt auch machen. Unsterbliche kosten in der globalen Rekrutierung 3 Runden. 3 Runden sind lange und die kosten extrem viel. Wir sind aber auch weit weg aus unseren Reihen. Und wir haben auch gerade keine andere Möglichkeit, ordentliche Einheiten zu rekrutieren. Noch einmal könnten wir Unsterbliche holen. Könnten wir uns die auch von der Ausrüstung her leisten? Nein. Dann gehen wir mal auf einmal Unsterbliche. Ja, nochmal Feuergleben dazu holen. Das wäre aber sehr, sehr schießlastig dann bei uns. Könnten wir aber machen. Und dann einmal Goblin-Arbeiter, die wir nach vorne schicken, die den Feind schon mal aufhalten und dann können wir reinschießen. Dann machen wir das so, dann nehmen wir das so mit. Okay, wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dann gibt es hier Katri Eidbewahrer, der im Verschleiß ist, aber sich die Spitze holen will. Demnach werden wir die Garnison beschleunigen, damit wir schon mal eine Elver-Garnison hier drin haben. Gegen die 5er-Armee. Reicht das? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es ausprobieren. Hannibal. Hannibal ist weiterhin am Rekrutieren. Dressoth hat hier alles gemacht, was er machen kann. Rekrutiert jetzt für 3 Runden. Unter anderem die Unsterblichen, die dann auch ewig in dieser Konstellation drinbleiben. Wen wir dann später rausschmeißen können, sind die Zwergenkrieger und die Goblin-Arbeiter. Die Goblin-Arbeiter sowieso nur drin, um sie zu zerschießen mit unserer Artillerie. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was Grimgorg jetzt macht. Ob sie wirklich den Angriff auf die Tore von Zar wagen. Lasst es uns herausfinden. Skarbrand möchte einen Nicht-Angriffspakt. Er ist im Krieg mit Eisenstirn und mit Kroggar, das können wir sehr gerne annehmen. Da weiß ich nicht, was dagegen spricht. Skarbrand, wir haben erstmal kein Interesse an dir. Vielleicht haben wir später mal Interesse daran, deine Schädel für unsere Zwecke zu missbrauchen. Und es gibt den Angriff auf die Tore von Zar. Und es wird eine knappe Niederlage vorhergesagt. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir das gewinnen können. Allerdings gibt es natürlich eine schöne Verteidigungsstellung hier für uns, womit wir schon einiges töten könnten, wenn wir es selber spielen. Um den Feind zu schwächen, bis Hannibal da ist. Wahrscheinlich sollten wir das selber spielen. Ich mache es trotzdem automatisch. Es ist einfach gar nichts gestorben vom Feind. Wir hätten das selber spielen müssen. Aber das ist so ein Kampf. Man weiß von vornherein, man kann das nicht gewinnen. Es ist unmöglich, das zu gewinnen. Na gut. Dann ist es jetzt so gewesen, er kann so oder so neu rekrutieren. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wichtig ist gleich, dass Hannibal regelt. Und Hannibal, du bist jetzt da. Geh schon mal direkt in die Richtung. Er rekrutiert neu und wir werden uns dem stellen. Hier hinten bei Dressoth gab es keinen Angriff von Thorgrim Grollbart mittlerweile wieder. Alles klar, verstehe. Gab es keinen weiteren Angriff, das ist in Ordnung. Und ansonsten sind wir ganz gut aufgestellt. Ich würde sagen, lass uns direkt eine Runde weitergehen. Und es gibt einen Angriff von Zunir Feinstecher und wir sehen, er hat auch eine Verstärkungsarmee dabei, eine War-Armee. Wir können das spielen und uns zurückziehen. Ihr kennt die Taktik bereits, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Wir machen das. Und bei dieser Schlacht stellt sich natürlich wieder die Fragen aller Fragen. Wird der nächste Held sterben? Wird Hannibal ableben? Das ist eine gute Frage. Ein Problem ist, dass der Feind Artillerie hat. Und das ist deshalb ein Problem, weil wir jetzt ja angreifen müssen. Wir müssen den Feind angreifen. Gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen aggressiv auf den Feind zumarschieren, damit wir die Artillerie stoppen können. Stoppen davor, uns anzugreifen.
Der Feind wird uns aber nicht so leicht... wird uns das nicht so leicht durchgehen lassen. Aus diesem Grund... müssen wir relativ aggressiv spielen. Aggressiv bedeutet für mich, wir haben hier hinten Bogenschützen. Hier vorne in der ersten Schlachtreihe sind die Donnerbüchsen. Das ist Steuergruppe 1. Hannibal ist mittendrin. Und wir haben hier drüben mit der Steuergruppe 2 die fiesen Gitze der Hauptgoblins, um den Feind direkt dazu zu zwingen, hier hinten dicht zu machen. Das Problem ist, der Feind hat auch unter anderem Wildschweinreiter und so. Da sind wir überhaupt nicht gut gegen mit unseren Gitzen. Aber was sollen wir tun? Und der Feind hat sich anders aufgestellt, als ich gedacht habe. Der stellt sich natürlich zum War auf. Okay, das ist aber in Ordnung soweit. Wir werden jetzt natürlich ein bisschen zerschossen. Wir hätten uns ein bisschen breiter aufstellen können, damit die feindliche Artillerie nicht ganz so schlimm ist für uns. Aber okay, damit müssen wir jetzt rechnen, damit müssen wir jetzt leben. Haben ja auch gleich die Möglichkeiten, schon mal die ersten Kedais zu holen. Das wird wichtig sein, damit wir die Artillerie aufhalten können. Ein paar Sekunden noch. Und dann können wir nämlich auch das Bombardement raushauen. So. Hier rein. Direkt hier rein. Dann haben wir schon mal die Artillerie ein wenig aufgehalten. Und dann holen wir hier nämlich das Bombardement rein. Auf die Schwarzorks, auf die Moschers. Alle gehen hier rein. Das wird richtig heftig werden. Das wird richtig heftig werden. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Ui. Nicht ideal gelaufen, aber auch nicht schlecht. Aber auch nicht schlecht. Dann kommen wir hier gleich von der Seite rein. Okay, wir haben schon viel angerichtet. Vor allem haben wir hier die Artillerie nicht zum Schießen kommen lassen. Was natürlich extrem wertvoll für uns ist. Extrem, extrem wertvoll. Weiter geht es. Und diese Gitze hier, die werden ja noch gar nicht gesehen von uns, von unserem Feind. Die sieht er ja noch nicht mal. Die sieht er ja noch nicht mal. Und jetzt gibt sie den Angriff. Jetzt gibt sie den Angriffsbefehl. Auf geht's! Auf geht's, ihr Lieben. Wir kommen auch relativ simultan an, was extrem wichtig ist. Gerne direkt angreifen. Angreifen, 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 angreifen. Und ja, macht was ihr wollt. Macht einfach was ihr wollt, ist mir doch egal. Die Bogenschützen sind auch dabei, das sieht erstmal ganz gut aus alles. Jetzt kommen die fiesen Gitze hier. Und sollten sich im besten Fall hier auf die Hobgoblins raufstürzen. Ach so, das waren diese Super Squigs. Ich habe das vergessen. Die sind so wie die aufgedunsenen Leichen. Habe ich kurz nicht dran gedacht, muss ich sagen. Die explodieren dann einmal. Okay. Muss man auch mal eingestehen, wenn man mal was vergisst. Das ist okay. Und wir machen ganz guten Schaden am Feind. Wir machen ganz guten Schaden. Es sieht zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so schlecht aus. Hannibal hat schon 2000 Schaden rausgehauen. Geht besser. Geht aber auch schlechter. So, ihr geht mal auf die Nachtgoblins hier. Ihr seid gegeneinander jeweils sehr effektiv. Okay, okay, okay. Wie sieht's mit unseren Schützen aus? Wo seid ihr verstreut? Geht mal ein bisschen zurück. Ihr seid jetzt mal Steuergruppe 3. Ihr geht mal einen Ticken zurück. Und ihr Bogenschützen. Vielleicht könnt ihr ja hier gemeinsam auf den feindlichen General einmal raufgehen. Und ihr guckt mal, ob ihr hier diese Nachtgoblin-Bogenschützen erstmal wegbekommt. Was ganz cool wäre. Hier buffen wir unsere Einheit nochmal. Sehr schön.
Sehr schön gelaufen hier. Jetzt geht man hier auf die Moschers der Wildorg-Wildschweinreiter, bevor die hier nämlich in Plänken reinkommen. Schießt, 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 schießt. Hier kommen Einheiten zurück. Ihr müsst wieder rein. Das ist ein... ist eine... enge Schlacht hier. Ist eine enge Kiste. Also eine sehr enge Kiste. Jetzt geht er hier auf diesen General. Und Hannibal muss nach vorne. Der muss in den Nahkampf nach vorne. Um die Feinde zu binden. Ihr Schützen geht mal hier rauf. Oder auf die Ork-Moschers hier. Okay, hier kommen auch Einheiten wieder. Alle rauf hier, alle rauf hier. Wir brauchen euch. So, Zunäher wird jetzt auch weggemacht. Ja, gut, 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 gut. Du gehst mal ein bisschen weg, damit die Schützen hier schießen können. Auf ihn. Ihr werdet gebufft und das ist unser Sieg. Das ist sogar unser Sieg. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Hannibal hat es gut gemacht. Aber ihr dürft auch gerne schießen, wenn ihr wollt. Ich weiß, ihr seid sehr gebloppt, aber es ist ja euer Problem. Wenn ihr euch so hinstellt. Die Nachtgoblins lassen wir mal in Ruhe. Ihr verfolgt hier mal ein bisschen. Der Feind wollte diesen Kampf. Der Feind hat sich auf diesen Kampf eingelassen. Er wollte ihn. Für uns ist das in Ordnung. Und wir machen das, so gut es geht. Wir machen das, so gut es nur geht. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir haben genug verfolgt. Wir beenden das Gefecht. Es ist ein Pyrrhus-Sieg. Und es war ein sehr starker Sieg. Und der gute Hannibal hat damit nicht seine eigenen Hobgoblins durch die Gegend gescheucht, sondern auch die Goblins der Feinde. Und hat sich damit auch qualifiziert für einen neuen Namen. Und der wird gleich implementiert werden. Doch erstmal haben wir ein Waffenversteck bei Raffi Wupp. Durch unsere Sicherheitskampagne Schaut hin, haut drauf, Verräter raus, fanden wir heraus, dass sich in den Reihen der höllischen Wache ein radikaler Querulant befand, der Waffen für seine eigenen, niederen Zwecke unterschlug. Vielleicht ein nutzloser Versuch, die natürliche Hierarchie zu untergraben? Natürlich statuierten wir ein öffentliches und äußerst schmerzhaftes Exempel an dem jämmerlichen Subjekt, doch der Vorfall hat unsere Rekrutierungspläne etwas verlangsamt, obwohl wahre Diener des Haschut natürlich nichts zu befürchten haben. Und der Querulant war Raffi Wupp. Wir könnten Raffi Wupp foltern und die Waffen beschlagnahmen. 150 Ausrüstung könnten wir gebrauchen. Oder wir schauen weg. Wir brauchen gerade keine geringeren Rekrutierungskosten für Helden. Wir bräuchten gerade Ausrüstung. Aber wir brauchen auch Raffi Wupp. Deswegen schauen wir weg. Wo wir nicht wegschauen, ist bei Hannibal. Hannibal hat sich einen Beinamen verdient. Hannibal, der Goblin-Treiber, auch von ihm so gewünscht. In den Kommentaren. Wir müssen das hier wieder ein bisschen so machen, weil es hier eine Begrenzung gibt. Und es ist nun Hannibal, der Goblin-Treiber. Gefällt mir sehr, sehr gut. Willkommen in unseren Reihen. Du hattest einen richtig starken Auftakt. Du bekommst die inspirierende Gewalt, um Einheitenerfahrung für die Armee zu geben. Du bekommst Marschierer. Und da du gegen die Grünhäute laufen wirst, brauchst du den Blitzschlag gegen die Wars. Deswegen gehst du auch hier unten den Weg und gehst über Logistika und gehst so langsam auf den Blitzschlag. Und du holst dir direkt auch die Tore von Zar. Wir holen uns das direkt zurück. Hier ist auch die Armee des Feindes. Das machen wir. Holen uns das wieder. Und das ist die gerechte Rache. Hier kommt eine Fabrik rein. Damit wir hier ein bisschen wieder bei der Ausrüstung unterwegs sind. Und hier wird das direkt auch ausgebaut. Wir brauchen hier
deutlich mehr. Und wir holen hier auch mehr Ausrüstungsproduktion raus aus dem Wolfsland, weil wir hier komplett auf Fabriken gehen. Dämonenstein hat die Level 1 Garnison, das sollte passen. Das sollte soweit passen. Und ich bin soweit glücklich hier. Hannibal hat nochmal ein Level abbekommen. Sehr stark schon auf Level 5, bekommt nochmal Logistiker, damit er einfach schneller hier die Armee wieder zum Laufen bringt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin soweit sehr glücklich. Wie sieht das mit der Kontrolle aus in den verschiedenen Gebieten? Passt soweit. Was macht Krogar hier unten? Ja, ist in einem ganz ekelhaften Stellungskrieg mit Quiek Kopfjäger. Und Quiek scheint hier auch den Kürzeren gezogen zu haben. Ich sehe Quiek höchst selbst nicht mehr. Wahrscheinlich gefallen, nehme ich mal an. Das ist blöd. Das ist blöd. Hier gibt es einen weiteren Durchmarsch. Der Eidbewahrer. Haben die hier Verschleiß? Nein. Vielleicht wollen die auf Düsterberg. Auf die Hauptstadt hier. Das wäre ekelhaft. Das wäre sehr, sehr ekelhaft. Was könnten wir dagegen tun? Eine Garnison bauen. Machen wir. Okay, oder er geht in Weltrandbogen und rekrutiert dann dort weiter. Das wäre natürlich auch eklig. Thorgrim Grollbart rekrutiert hier auch weiter. Dressoth in der nächsten Runde wieder bereit, von dannen zu marschieren. Das sieht erstmal gut aus. Die Säulen des Grungni könnte auch noch ein neues Gebäude bekommen. Wir gehen auf ein Einkommensgebäude. Wir haben es ja gerade nicht so mit Einkommen. Das sieht ganz gut aus. Und wir können hier nochmal in den Turm von Zar gehen. Ich glaube, wir brauchen hier deutlich mehr Einfluss, oder? Ja, wir brauchen hier 300 Einfluss für die nächsten Sitze. Ja, hier gäbe es nochmal ein Bombardement, was ich ganz gut fände. Oder hier weniger Arbeitslastanforderungen. Das wäre auch gut, gerade weil wir gerade nur noch eine Effizienz von 51% haben. Das wird sich aber wieder richten. Wenn wir dann langsamer wieder einen Lauf haben, viele Kriege gewinnen, dann sollte das langsam wieder in die Waage kommen. Was auch in die Waage kommen wird, sind unsere Feinde. Nachdem Wulfgar der Unnachgiebige seinen nächsten Konvoi angeführt hat. Was brauchen wir gerade am meisten? Arbeitskräfte und Ausrüstung. Was haben wir so halbwegs auf Lager, dass es Geld? Das bedeutet, wir schauen mal, was wir für 1200 Geld kriegen können. 600 Sklaven in 5 Runden. Ja, das würde sich sogar anbieten. Hätten wir auch irgendwo Ausrüstung? Kriegen wir auch irgendwo Ausrüstung für Geld? Wenn ich mich nicht verschaut habe, dann nicht. Dann gehen wir mal zur Schwertbucht. Dann gehen wir mal zur Schwertbucht und machen das da. Der Weg auch relativ angenehm. Wulfgar der Unnachgiebige. Starte den Konvoi. Und dann beenden wir noch einmal die Runde. Und Grimgorgs harte Horde greift Wulfgar an. Wenn wir das automatisch machen, verlieren wir nur Hobgoblins. Das ist cool. Das nehmen wir an, das Geschenk. Warum? Weil wir ja sowieso ein bisschen Platz brauchen, um hier wieder coole neue Einheiten reinzubekommen. Und die nächsten, die wahrscheinlich weichen müssten, so oder so, sind die Hobgoblins. Wir machen das mal. Sieht in Ordnung aus. Also für diese Schlacht hier sieht das in Ordnung aus. Ich würde es wahrscheinlich besser... Ja, vielleicht minimal besser hinbekommen, aber das ist in Ordnung. Wir holen hier die Arbeitskräfte. Und ansonsten gibt es keine weiteren Aktivitäten von Grimgorg. Und damit verlassen wir die heutige Folge. Sehr, sehr cool gewesen bis hierhin. Hannibal hat sich wirklich seinen Namen verdient und hat einen exzellenten Auftakt gemacht. Die Frage ist nur, wird er jetzt das Weltrandgebirge holen, den Weltrandbogen, oder wird er gegen Grimgorg ziehen?
wichtige Frage, die wir uns in der nächsten Folge stellen werden. Wir brauchen eine neue Technologie und Dressoth der Aschne könnte eventuell mal bei Karas Akerek anklopfen und den Feind hier zum Ausfall provozieren. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Also die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder richtig, richtig spannend. Wir haben Querulanten in den eigenen Reihen gehabt. Doch ich hoffe, dass ihr in den Kommentaren nicht querulieren werdet, sondern richtig viel Liebe da lasst und natürlich auch einen Daumen nach oben. Das hilft hier wirklich sehr und ich danke euch, dass ihr es in den letzten Folgen auch so fleißig gemacht habt. Vielen Dank, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge.